Rappla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Vor 2 Wochen gab es eine weitere Hiobsbotschaft für Star Trek Discovery. Der Vertrag zwischen Produktionsstudios und Autoren war ausgelaufen, was gerne mal für einen Streit sorgt, unter dem jede laufende Serie leiden würde. Discovery wäre dabei auch nicht die erste Star Trek-Serie gewesen, die mit den Auswirkungen des Lohnkampfes arbeiten muss. Aber es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Die Writers Guild of America, die Gewerkschaft der Autoren, konnte sich mit den Studios einigen, was bedeutet, dass es keinen Streit geben wird und die 7. Star Trek-Serie vor den Auswirkungen eines solchen gewahrt ist. Auch wenn es sich hierbei genau genommen nicht um eine Star Trek-News handelt, betrifft es dennoch die Serie. Aktuell ist Discovery in der Vorproduktion und auch die Folgen der ersten Staffel sind noch nicht alle komplett fertig geschrieben. Im Falle eines Streikes wären diese Arbeiten erst einmal auf Eis gelegt. Die Serie würde sich ein weiteres Mal verschieben. Laufende Serien, die ihre erste Staffel bereits hinter sich haben, überstehen solche Streiks meist relativ gut. Die nächste Staffel verzögert sich einfach etwas. Discovery steht allerdings bereits in der Kritik vieler Fans für nach hinten verschobene Starttermine. Ein neuer, späterer Starttermin hätte den Todesstoß bedeuten können, ohne dass die Serie je eine Chance hatte, sich zu bewähren. Star Trek Discovery soll im Herbst diesen Jahres auf Netflix und CBS All Access erscheinen. Department of Australia veröffentlicht von Zeit zu Zeit immer wieder spezielle Münzserien für Sammler. Auch diesen Monat erschien eine neue Reihe solcher Schätze. Eine der neuen Münzen hat dabei ein besonderes Bild. Die 2017 Star Trek Mirror Mirror Silver Coin feiert die Folge, in der das Spiegeluniversum erstmals gezeigt wurde. Die Vorder- und Rückseite zeigen Spock, sowohl der des Hauptuniversums als auch dessen Version aus dem Spiegeluniversum. Die Münze besteht zu 99,99% aus purem Silber und kommt in einer thematisch passenden Verpackung und einem Echtheitszertifikat. Insgesamt wurden nur 3000 dieser Münzen geprägt. Um sie sein eigen nennen zu können, muss man entsprechend in die Tasche greifen. Das Sammlerstück kostet knapp 80 US-Dollar. Freut ihr euch schon auf Discovery? Und habt ihr irgendwelche Star Trek-Sammlerstücke?